Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. Ja, bei Midas Gold Plus geht es wie gehabt zäh und langsam weiter, obwohl ich inzwischen geschafft habe, tatsächlich mein nächstes Pet aufzuleveln. Also hier in die nächste Area zu kommen, nachdem ich jetzt angefangen hatte, die Diamanten zumindest eben in das Pet zu stecken. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, seitdem es die Pets gibt, gibt es hier diese angeblich Limited Time Offer, aber es steht nicht dran, wie lange sie limitiert ist. Bisher gab es kein Update und deswegen hat sich hier auf jeden Fall noch nichts geändert. Und damit ist es mir zumindest gelungen, in die Diamond Area 3 jetzt vorzustoßen und die zweite Area abzuschließen. Und obwohl es nach der ersten nur 500% und jetzt nochmal 1000 drauf gab, hat sich das nicht mehr so beschleunigt angefühlt. Das heißt, der Sprung da ist also auch inzwischen wieder zu vernachlässigen. Und es ist Stück für Stück eben einfach zäh, noch an den letzten Champion ranzukommen. Weil für Wolf brauche ich einfach jetzt immer noch 3 10er Potenzen. Also ich bin jetzt gerade mit der 110 am Kämpfen, dass ich da weiterkomme. So, also ich versuche hier immer noch an die nächste Stufe anzuschließen. Das heißt, hier werde ich jetzt knapp dann auf die Verdopplung warten. Und dann bin ich schon fast wieder bereit, hier nochmal die nächste Forschungsstufe einzuziehen bei 9 hoch 110. Ist halt eher sehr, sehr schleppend, dass hier noch weitere Rekorde freigeschaltet werden oder weitere Stufen. Ich bin mal gespannt, ob mir hier die 200% noch einen größeren Sprung ermöglichen. Das ist hier nicht mehr so weit entfernt, weil zumindest hier diese 268er Exponenten, auf die sammle ich schon öfter mal wieder. Da, also es geht. Wobei, mal gucken. Ja doch, auf Gold habe ich ihn wieder umgestellt, weil ich hatte zwischenzeitlich auch zumindest hier die beiden Forschungen nochmal abgeschlossen, weil das jetzt von den Multiplikatoren auch so weit gereicht hat, dass ich hier gut rangekommen bin. Vor allem auch nach dem Bonus hier natürlich auch nochmal. Für die anderen lohnt es sich im Moment nicht wirklich den Aufwand reinzustecken, um die 9 hoch 87 zusammenzubekommen, weil ihr seht, dass ohne die weiteren Faktoren, also ohne den Bonus und die Umschaltung von dem Bonus, passiert da im Moment relativ wenig. Ja, hier habe ich auch schon wieder 1000 Token zusammen, die ich jetzt mit euch auch nicht spielen werde, weil hier ist eben schade, dass sie da nicht diesen 10er Multiplikator oder sowas gemacht haben, wo man dann eben 10 Tokens auf einmal spielen kann, sondern dass hier tatsächlich jeder einzelne gemacht werden muss. Was ich euch bloß kurz zeigen wollte, hier bei der Orb Power bin ich inzwischen bei 240, womit hier ein 120er Bonus zumindest aktiv ist. Und ja, das dauert natürlich dann noch ziemlich lange, da die nächsten, genau, für 20 Orbs, also ich bin mir nicht mal sicher, ob die wirklich noch weiter angehoben werden, also ob ich tatsächlich da noch weitere dazu bekomme. Das könnte ich zumindest mal kurz überprüfen. Weil zumindest ein so ein Level, das sollte sich noch relativ schnell jetzt erreichen lassen, bis 8,5. Na gut, das dauert ein bisschen, weil ich bin anscheinend gerade erst wieder über eine Stufe drüber gegangen. Na klar, zwischen 50 bis 80, das heißt, ich brauchte mindestens 10 bis 15 Mal so eine EP-Geschichte. Das Entscheidende letztlich für mich ist immer noch bei dem Event an sich an die Scrolls zu kommen. Genau, also die Raid Points. Weil das ist das andere Achievement oder andere Errungenschaft, die hier innerhalb des Spiels zumindest noch relevant ist und die noch mindestens genauso langwierig ist, wie den letzten Champion dort freizuschalten. Ja, nur noch einmal, dann sollte das geklappt haben. Genau. So, also mal gucken, ob die tatsächlich noch dazukommen. Ja. Also das ist so der einzige Bonus für das Spiel, den ich hier tatsächlich noch zusätzlich bekommen kann. Das andere sind natürlich die Raid Points, weil die Raid Points haben natürlich auch hier ihren Bonus entfaltet. Increase your Bullion Profit bei 1%, was natürlich in der Größenordnung hier hinten relativ gering ist. Aber was das andere eben ist, dass er hier noch die Ziele hat und hier fehlen mir halt noch 5 Stufen. Gut, das nächste ist jetzt 92%, also bis 22.000 ist noch ziemlich weit hin und ich gehe davon aus, dass eben die restlichen auch jeweils immer um 2.000 höher gehen. Das heißt also noch bis 30.000 Raid Points muss ich hier noch kommen, um auch diesen Block dann abzuschließen, neben eben dem letzten Champion den freizuschalten. Also mal sehen, wie lange das dann tatsächlich dauert, um im Spiel zumindest auch die letzten Errungenschaften abzuschließen und nicht nur die Errungenschaften bei Steam, die ja leider alle schon komplett erledigt sind.
Und mal gucken, ob bis dahin auch klar ist, welches Pet das letzte sein wird. Weil auch mein Forest Keeper ist nicht der letzte gewesen, also beziehungsweise der davor ist nicht der letzte gewesen. Mal sehen, wie weit der Forest Keeper ist. Und im Moment kann ich vom Kämpfen her nur sagen, da brauche ich auf jeden Fall noch einiges an Power. Weil im Moment kann ich nur gerade so mit genug Health, die ich dazu hole, tatsächlich gegen so ein Diamond Level 3 Viech bestehen. Mal gucken, ob ich jetzt gerade ein bisschen zu viel, weil sonst kann ich den zumindest mal noch abschließen. Okay, da brauche ich auf jeden Fall noch einen Push, weil ich mache weniger als 1 hoch 18 Schaden und er macht gut 1,5 hoch 18 Schaden. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall dann jetzt einen ziemlichen ausreichenden Spielraum, damit ich noch genug Tränke dann wieder machen kann. Weil da ich ja eben leider hier nur maximal 10 und hier nur maximal 30 ansammeln kann, muss ich die halt immer wieder irgendwie runterbringen, damit die nicht getrennt hier leuchten, obwohl ich eben keine Tränke produzieren kann. Das ist dann immer ein bisschen nervig, wenn das Licht anbleibt und ich dann leider nicht mitbekomme, wann das abläuft, weil eben aufgrund dessen hier dann immer schon das Licht anbleibt. Aber naja. Mal sehen, wie lange mich dieses Spiel jetzt noch begleiten wird und wann ich entweder dann doch die Schnauze voll habe oder die letzten Errungenschaften erreicht habe. Aber soweit für heute, Midas Gold Plus und gleich weiter zum nächsten.